Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Spellforce. Ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Und damit stürzen wir uns ein kleines Abenteuer. Ihr seid General Sentenza Noria, der Kommandant der Wolfsgarde. Gerüchten zufolge hat eine Gruppe von Rebellen sich in einem verlassenen Schloss in der Wildnis Iskandas verschanzt und schmiedet von dort aus Pläne, die Krone zu stürzen. Ihr Anführer, ein Magier namens Isamu Taha, ist ebenso charismatisch wie radikal. Es ist an euch, seinen Machenschaften ein Ende zu setzen. Stimmt, Herr. Die Rebellen scheinen hier Stellung bezogen zu haben. Gut. Was ist mit dem Außenposten? Der ist errichtet und sie warten auf euren Befehl. Der neue Gefreiter, Kapell? Ja, er hat momentan das Kommando. Gut. Ich habe es schon einmal gesagt, aber dennoch, diese Mission ist wichtig. Behaltet das im Hinterkopf. Der Anführer dieser Rebellen, Isamu Taha, ist mehr als nur ein gewöhnlicher Gesetzesbrecher. Er ist ein Verräter, ein Magier und ein Mörder. Wir von der Wolfgarde sind das Beste, was die Krone zu bieten hat. Und die Königin vertraut uns. Also, enttäuschen wir sie nicht. Los jetzt, zum Außenposten. Ja, und damit machen wir uns in Spellforce 3 auf unsere erste Mission. Los. Und natürlich auch gleich ein hübsches kleines Tutorial. Die Truppen bewegen. Wölfe. Jonas, das ist alles? Ich habe gerade erst angefangen. Für die Krone! Für die Königin! Die muss mir jeden Einzelnen auswählen. Okay. Tollwütig. Reizend. Okay. Kann man da. Normalerweise schon. Ja, kann man kopieren. Sehr gut. Klick in Fight Menü. Jetzt kurz. Alles cool. Klar. Ist das der Außenposten? Ja, Herr. Gut. Finden wir diesen Kapell. Ah, was gibt's uns noch? Okay. Ah, das ist schon so lang her. Die letzten zwei Teile. Hab ich schon vergessen. Ah ja, das sind wir. Brutalität, Disziplinführerschaft. Ja, das könnte noch interessant werden. So. Klar. General Noria, es ist mir eine Ehre. Gefreiter Kapell. Wie ist die Lage? Mit wie viel Widerstand müssen wir rechnen? Schwer zu sagen, Herr. Wir haben zwei der Rebellen dingfest machen können, aber nichts aus ihnen herausbekommen. Außer, dass es wohl Unruhen innerhalb des Widerstands gibt. Das könnte uns in die Hände spielen. Diese beiden Rebellen, die ihr gefangen genommen habt, wo sind sie? Kann ich mit ihnen sprechen? Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Herr. Sie sind tot. Tot? Ja, Selbstmord. Sie hatten Dämmerblütenblätter in ihren Roben versteckt und sie geschluckt, als wir sie einen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen haben. Das war leichtsinnig. Ihr hättet sie gründlicher durchsuchen müssen. Ich weiß, Herr. Es tut mir leid.
Ihr habt von Problemen im Widerstand gesprochen. Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Wie gesagt, mehr haben wir aus den Gefangenen nicht herausbekommen. Also haben wir wie befohlen auf euch gewartet. Dass Tahar und seine Magier sich in der alten Feste von Graf Vastel verbarrikadiert haben, wisst ihr ja vermutlich. Wir müssen also einen Weg hineinfinden. Dann tun wir das. Sonst noch etwas? Nein, Herr. Gut. Gute Arbeit, Kapell. Ich bin froh, dass Sie euch meiner Einheit zugeteilt haben. Oh, ich... Danke, Herr. Ich danke euch. Dann lasst die Arbeiter wissen, dass ich jetzt das Kommando habe. Bevor wir irgendetwas anderes tun, müssen wir das Lager und unsere Männer auf Vordermann bringen. Verstanden. Männer, hierher! Ja, ihr! Für alle, die es nicht wissen, das hier ist General Sentenza Noria, Kommandant der Wolfsgarde. Er hat von nun an das Sagen. Verstanden? Jawohl! Das wäre geklärt. Was nun, General? Zuallererst sollten wir... Rebellen! Wir werden angegriffen! Verdammt noch eins. Bleibt zusammen. Wir werden ihnen zeigen, was es heißt, sich mit der Krone anzulegen. Ja! Verstanden. Attacke! Oh, das wird lustig. Das gibt da. Was? Das dürften alle gewesen sein. Gwen, alles in Ordnung? Ich weiß mich zu verteidigen, Brüderchen. Aber danke der Nachfrage. Ruhe. Wir haben diesen Angriff abgewehrt, aber wir können nicht ausschließen, dass weitere folgen werden. Zuerst stocken wir unsere Vorräte auf. Dann errichten wir eine Baracke, um unsere Soldaten zu bewaffnen. Los jetzt. Kapell, bemannt die Jagdhütte und seht nach, ob wir irgendwelche Holzfäller unter den Arbeitern haben. Wir brauchen Holz. Verstanden. Es gibt aber auch eine Menge Fisch in den Gewässern hier. Wir könnten also... Alles, was hilft. Okay. Technologie 2, Technologie 1. Benötigt Blaupause. Gut. Ah, okay. Okay, alles klar. Die Gebäude gibt's schon, muss sie nur zuweisen. Okay. Baumenü. Weiter klar. Ah, ja. Dorthin. Verstanden. Dann nachher. Weiß man mal gut. Weiter zu. Jetzt die Baracken. Ja. Okay. Darf ich jetzt was bauen? Kaserne, 15 Holz. Wir haben noch ein bisschen warten müssen. Egal, gehen wir auf Erkundungstour. Mal sehen. Sicher doch. Das könnte nützlich sein. Jawohl. Nice. Okay, ein bisschen Loot eingestrichen. Okay, was haben wir da? Stadtzentrum, Fischerhütte, Jagdhütte, Holzfällerhütte. Und das gern. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Das ist Straße. Das passt schon ungefähr. Was kannst du? Ja. Okay. Die
da irgendwo. Ah, da ist ein Lager von denen. Oh. Bleiben wir auf der Hut. Bewegung. Gut. Schaltet sie aus! Was? Ja, dann werden wir da heute ein bisschen aufräumen. Ein Gebäude wurde errichtet. Je schneller wir unsere Soldaten bewaffnet bekommen, desto besser. Hey, du musst heilen. So. Verdammt! Ich brauche Hilfe! Lächerlich. General. Es geht hier alles aus, geht hier alles aus. Kurz und schmerzlos. Jetzt sieht alles aus. Verdammt! Ich brauche Hilfe! Und einer noch. Mal sehen. Spielzeug. So, dann gehen wir mal wieder zurück ins Dorf. Dann los geht's. Okay, was kann ich da machen? Eine gewöhnliche Fernkampfeinheit. Einheit fügt den kleinen Bereich mehrere Ziele zu. Eine Frage, wenn ihr gestattet. Mhm. Dieser Putsch, den Tahar plant, glaubt ihr, er hätte eine Chance, wenn wir ihn nicht aufhalten? Nein. Selbst mit Unterstützung? Angeblich haben er und seine Sache die Unterstützung von Haus Iskander. Tahars Sache ist Macht. Der Rest ist nur Geschwätz, mit dem er Anhänger gewinnen will. Und selbst wenn es nicht so wäre und es ihm bei dieser Revolution, die er plant, wirklich um die Sicherheit der Magier Nothandas ging, dafür interessiert sich Alot Iskander so wenig wie für das Schicksal der Höhlengoblins. Los geht's! Ja! Schaltet sie aus! Soll man da runterkommen? Ah, okay. Attacke! Ja! Für die Königin! Ja! Und tschüss. Alles klar. Dorthin. Verstanden. Tränke. Naja. Hätte ihm eins mehr erwartet. Los. Aber okay. Rekrut, eine gewöhnliche Infanterieeinheit. Okay, was haben wir da noch? Ja, zwei Rekrutentrupps, passt schon. Okay, und der Bau, da konnten wir noch ein bisschen die Umgebung. Verstanden. Das feindliche Lager haben wir eh schon fertig gemacht. Dann gehen wir mal da rein. So. Na schon. Oha. Das ist ein größerer Druck als vorher. Sicher doch. Ja, quatschen wir mal wieder mit dem Typen. Soll heißen, Kapell, diese Festung, die ihr erwähnt habt, das alte Schloss der Vastels, das ist die Ruine im Norden, richtig? Ja, Herr.
Gut, dann schnappen wir uns diesen Bastard. Wir sollten jetzt genügend Mann haben, um durch seine Barrikaden zu brechen. Also, Capell, erzählt mal, woher kommt ihr? In Grauschanze hatten wir nie die Gelegenheit, uns zu unterhalten. Ach, ein kleines Dorf in Iskander. Glaube kaum, dass ihr das kennt. Und was habt ihr getan, dass euch der Lord Marschall eine Empfehlung für General, die Wolfsgarde geschrieben hat? General, ich würde davon abraten, den Arbeitern direkt Befehle zu erteilen. Lasst den armen Kerl einfach in Ruhe. Sagt einfach dem Aufseher, wenn ihr etwas gebaut habt oder ein Gebäude bemannt haben wollt. Kommandant! Habt ihr etwas gesagt? Okay, das ist jetzt also mit Trupp. Ja. Ich vertraue dem Ganzen nicht so. Besser mehr Homies brauchen. Also werden wir uns einfach noch eine Runde Leute bauen. Jupp, jupp. Ja, das sollte klappen. Befehle? Kommandant. Was ich aber machen kann? Ich kann da noch ein bisschen Stunk machen. Dafür habe ich genug. Hallo, ja. Freunde. Soweit. Sehr wohl. Ausrüstung. Wir werden uns noch ein bisschen upgraden, bevor wir dann wirklich angreifen. Ich hatte die Kamera. Okay, na. Das geht nicht. Egal. Sicher doch. So. Ah, okay, so läuft es. Gut, Helmchen. Da gehen wir das Magier-Cappy. Was haben wir da? Zusätzlicher Schaden. Armbrust. Flammenschwert. Okay, aber dann hat der keine Verteidigung mehr. Die Verteidigung. Bei sie haben wir nichts. Und er hat diese Badass-Waffen. Er kriegt einen besseren Bogen. Jo. Jetzt schauen wir uns vorher nochmal das Käppi an. Was kann das? Sichtweite erhöht. Okay. Was soll denn da für ein Schwerter? Ich glaube, die lassen wir.
Die Truppen daher. Bitte? Ja. Kommandant. Was er? Nee, da nichts geschätzt. Benötigt Blaupause. Nee.